It's like all memories, except the staff burns it true. When a thought's close, you see it clearer, brighter. Once you forget, they get buried. But like rings in wood, the etchings remain. Keeps me grounded. Also, it's a solid walking stick. Das ist wie alle Erinnerungen. Doch der Stab brennt sie fest. Wenn eine Gedanke nah daran ist, sieht man sie deutlicher, heller. Wenn ein Gedanke nah daran ist, sieht man ihn deutlicher, heller. Die, die man vergisst, die werden begraben. Aber wie bei Ringen im Holz verbleiben die Einkerbungen. Er grunzt. Hält mir die Füße auf dem Boden. Sein Gesicht entspannt sich zu einem Grinsen. Außerdem ist er ein recht solider Wanderstab. Möchte ich noch was anderes fragen? Möchte mir über dich erfahren? Woher stammst du? From one of Margrin's fires. A cathedral. Ashfall. Made of blackened trees. Von wo ich komme, du uns seufzt. Einmal entlang greift seine Hand in den Stab etwas fester. Dann entspannt sie sich. Aus einem von Margrin's Feuern. Eine Kathedrale. Ashfall gebaut aus geschwärzten Bäumen. I studied the scriptures there. The fires carved into the land. The trunks of the burnt trees. And in the factories where the rifles and cartridges were shaped. All our chapels in other devotions. Ich studiere die Schriften dort, die ins Land gebrannten Feuer, die Stämme der verbrannten Bäume und in den Fabriken, wo man die Gewehre und Kartuschen fertigte. Alles in Kapellen in anderen Andachten. Andere Andachten? Lorenz nickt. Magra sieht jedes Feuer als anbetungswürdig an. Physisch oder nicht? Der Amboss eines Schmiedes, die Werkbarkeit des Handwerkers, alle Arenen, in denen Feuer auf seine Geburt wartet. Lorenz schnippt mit seinen Fingern. Mehr als einen Funken braucht man nicht. Ein alchemistisches Feuer vielleicht oder ein Funken an Kartuschen. Und schon werden sie schneller ihrem Zweck zugeführt. Ihrem Zweck? Lorenz neigt seinen Kopf und denkt nach. Von ihrem damaligen Zweck, und zwar vor langer Zeit. Lorenz kratzt sich den Bart. Der Bart war damals auch etwas heller als jetzt. Aber ja, Kartuschen und Gewehre, alle hatten sie einen Zweck. Dieser Zweck bestand darin, Löcher in Magier zu schießen, dass die wichtigtuerische Luft aus ihnen herauszischt. Lorenz lächelt dann dünn und nickt. Ja, ihre Art hat es gleich aufgeweckt und sie anstatt zu schlafen in die Dunkelheit an die Decke starren lassen. So viel ist sicher. Alof verdreht die Augen. Wichtigtuerische Luft, wohl wahr. Ein bisschen Gewalt als Unterschied, eine Antwort auf unkontrollierte Macht. Und Margrin hat darauf eine Antwort gegeben. Margrin hat Soldaten mit Magiern gleichgestellt. Lorenz nickt erneut. Magier waren damals ziemlich lästig. Feuerwaffen machten jeden Mann zum Magier. Und die hübschen arkanen Schilde der Zauberwirker hatten ihn nur wenig entgegenzusetzen. Er verwandelte jeden gemein in ein feuerspeiendes Biest. Es macht das Schlachtfeld im Erdboden gleich. So viel ist sicher. Und schickte viele Magier ins Grab. Erzähl mir mehr über Ashfall. Lorenz grunzt. Das interessiert dich mehr als die meisten von Margrins Gläubigen. Was kannst du mir noch über Ashfall sagen? Was gibt es da noch zu erzählen? Lorenz runzelt die Stirn und greift seinen Stab wieder etwas fester. Seine Finger scheinen förmlich im Holz zu versinken. Dein Gesitz ist eines der größten Feuer von Margrin. Er zuckt mit den Achseln. Manche sagen, dass nachdem das Feuer satt ist, nur das Pechschwarze zurückbleibt. Nicht das Böse, sondern die schwärzeste Asche. Er hält inne. Ich hatte sie schon mal die Kathedrale genannt. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Eigentlich ist sie mehr wie ein Schlachtfeld, das mitten im Schauplatz des Krieges der schwarzen Bäume liegt. Sie wurde aus dem Holz des verbrannten Waldes dort errichtet. Und jedes Stück Holz wurde vom Feuer von einem der größten Schlachten Margrins gesegnet. Viele von uns halfen dort mit den Kriegsanstrengungen, mit den Flammen und Feuerwaffen. Das ist der Krieg, wo die Dürrwälder Kolonisten den Wald abgefackelt haben, um die Glafantaner drin zu verbrennen, nachdem die ja im Krieg davor die Dörfer geplündert haben und Leute entführt haben und so weiter. Massiv
Also jetzt frage ich ihn gerade über die Kapelle. Entschuldigung. Massiv oder schön gesegnet von der Göttin, können ihre Flammen nichts mehr anhaben. Dorins Augen wandern von seinem aschgrauen Stab und studieren die Einkerbungen. Darunter Tunnel und Kammern, Blasebecken und Feuergruben. Und viele der Gläubigen, die nach Wegen suchen, das Feuer in die Welt zu bringen. Er wendet seinen Blick vom Stab weg und schaut dich an. Feuerwaffen, Sprengstoffe, Alchemie. Alle diese gehören zu unserem heiligen Symbol und wir teilen sie gerne mit anderen. Dein Stab scheint ein heiliges Symbol zu sein. Das ist, als ob man ein Bremsennest verschluckt hätte. Sei ruhig und behalte sie für dich, damit du nicht vor dem nächsten Lagerfeuer erschöpfst. Achso, jetzt hat uns abgewürgt mal wieder. So, zurück nach Urfeuer. Wir wollen jetzt endlich mal in den Palast des Dux. Mal wieder für Edda was tun. Wobei, ich wollte mir gerade noch die Queste durchgucken. Gerade die Charakterquests. Ups, falsch. Hier. Die Prüfung von Dorils, Fürst eines Ödlers, sollten wir auch demnächst mal abschließen. Das Rad der Zeit. Das ist die Tiefen von Ordnur. Der Meister der Tiefe gehört auch dazu. Die lange Jagd. Da müssen wir Klippen in der Nähe des Meeres suchen. Abtrünnige Ritter. Das haben wir jetzt erledigt. Eine Stimme Vergangenheit. Das müssen wir auch noch erledigen. Leere Sätze von Padgrim. Das, ja. Das Kind der fünf Sonnen. Ja, das ist auch so eine Sache, aber das kommt sehr viel später dann. So, die Burg des Dux, die liegt hier. Beziehungsweise der Palast des Dux. Gucken wir mal kurz auf die Map. Ich nehme nicht an, dass der bei Anslocks Kompass ist. Wobei das einzige Stück Meer ist, was ich hier habe. Hier unten gibt es auch Klippen. Vielleicht ist hier unten irgendwo der Ort, wo wir Sagadis. And a shrine to Margrin as well. Her clergy belongs there. Ja, du willst mit seiner Magram-Priesterin. So, wir betreten den Palast des Dux. Ich kann mir vorstellen, dass der doch ein bisschen größer sein könnte. Und ja, ich habe jetzt wohl zu viel Zeit mit Durins verschwendet. So groß ist der gar nicht. Es gibt aber noch einen zweiten Flügel, okay. Neue Karte entdeckt, Palast des Dux. Das sieht aus wie ein Arbeitszimmer, da ist der Thronsaal. Hier könnten die Archive drin sein. Aber wir werden erstmal... Wir kommen in der herzoglichen Herrenhalle. Hello. Die junge Frau trägt eine einfache, doch gut geschnittene Uniform. Sie beobachtet das Kommen und Gehen um sie herum mit schöner Aufmerksamkeit. Gibt es Neuigkeiten oder bist du hier, um die herzogliche Herrenhalle zu sehen? Was ist die herzogliche Herrenhalle? Das ist der Regierungssitz hier in Trutzbucht. Hier erklärte Duk Anmel vor etwa 150 Jahren die Freiheit von der edyrischen Herrschaft. Edyrianischen Herrschaft. Sie senkt ihre Stimme und grinst. Es ist auch eine Brutstätte regionaler Politik. Vertrau mir, der Klatsch hier schlägt alles, was du in den Schenken und Freudenhäusern der Stadt zu hören bekommst. Multipliziere das mit 10, dann wäre es genau wie in den Republiken. Suchst du nach Neuigkeiten? Wer bist du? Ich bin ein Page hier in der Herrenhalle. Ich richte Nachrichten aus und mache Besorgung für den Duk und dessen Berater. Die Bezahlung ist nicht besonders gut, doch ich kann mir keine bessere Einführung in die Politik vorstellen. Was passiert hier? Sie lacht. Wo soll ich anfangen? Wir haben Treffen, öffentliche Anhörungen und Zeremonien. Und das sind nur die Dinge, die öffentlich passieren. Sie lehnt sich etwas vor. Hier arbeiten der Duk und seine höchsten Berater. Daher gibt es immer jemanden, der eine Fähigkeit antauschen möchte. Leider ist es mir nicht möglich, über diese Dinge zu reden. Aber wenn du offizielle
die offizielle Version hören möchtest. Sie bräuspert sich und gestikuliert im Gegenuhrzeigersinn durch die Herrenhalle. Wir haben einen Schrein, der Magram gewidmet ist. Offizielle Unterlagen und Räumlichkeiten für öffentliche Anhörungen und Ratsversammlungen. Erzähl mir von Magrads Schrein. Ein Symbol dafür, wie Magrad Trutzbucht beschützt. Seit der Unabhängigkeit steht sie für die revolutionären Geist des Dürrwaldes. Und ihre Beteiligung am Bau der Götterhammerbombe hat ihre Bedeutung für uns nur unterstrichen. Sie hat es am Hals. Dort brennen auch die ersten und heiligen Feuer, aber Fikra, die ruhige Begeisterte, hat Mühe, sie am Brennen zu halten. Was für Unterlagen werden hier gelagert? Hauptsächlich langweilige offizielle Akten, Versammlungen, Steuerunterlagen, Milizregister. Ich versuche mich davon fernzuhalten. Als ich einmal neugierig war, wurde ich sofort dazu verpflichtet, die Hälfte der Akten neu anzusortieren. Sie geht, der schlimmste Tag meines Lebens. Findet im Moment eine Anhörung statt? Oh ja, Duk Eva trifft sich seit Wochen mit einigen der wichtigsten Anführer der Stadt. Sie überlegen, wie sie mit dem Vermächtnis umgehen sollen. Aber die ganze Angelegenheit ist ein großes Geheimnis. Ich wollte mich in der Mittagspause einmal in die Galerie setzen, wurde aber sofort fortgeschickt. Sie zieht die Nase hoch. Aber es dreht sich viel um die Beseelung. Es hat also einen Grund, warum sie sich hinter geschlossenen Türen treffen. Das Vermächtnis? Weidmanns Vermächtnis. So nennen viele Leute den Ausbruch von Hohlgeburten. Die Theorie lautet, dass es sich um eine Strafe für die Einmischung in die Beseelung handelt. Warum ist die Beseelung so umstritten? Sie lacht. Wo soll ich anfangen? Traditionalisten glauben, sie sei ein Verbrechen an den Göttern. Natürlich ist es riskant, in Seelen herumzustochern, aber die fortschrittlicheren Elemente glauben, das sei unsere einzige Chance, wieder für gesunde Geburten zu sorgen. Und es hilft nicht, dass die Beseelungsforschung oft alte egyptische Relikte verwendet, die illegal aus Ruinen in Erklampfad geplündert wurden. Sie zuckt spöttisch mit ihren Zeige- und Mittelfingern. Was sind Hohlgeburten? Sie hebt eine Augenbraue. Du kommst wirklich frisch aus der Karawane. Hohlgeburten sind Kinder, die ohne Seele geboren werden. Die meisten leben nicht sehr lange, die übrigen haben meist eine Art Behandlung von den Beseelern erhalten. Was hältst du von der Beseelung? Ich glaube, die wahre Gefahr der Beseelung ist es, einen echten Gelehrten mit einem teuren Hochstapler zu verwechseln. Wir kriegen hier jeden Tag einen neuen Fall. Irgendein armes Paar im Geschenk und im Kupferweg, das sein letztes Kupferstück für eine Wunderheilung für sein ungeborenes Kind ausgegeben hat. Es funktioniert nie. Sie schütteln den Kopf. Es bricht einem das Herz, aber meistens können wir nichts für sie tun. Ich verstehe. Wie auch immer, das Vermächtnis ist das Thema, über das die Politiker neuerdings ständig tuscheln. Ich möchte dich etwas anderes fragen. Natürlich, ich bin immer auf dem Laufenden. Was kannst du mir noch über den Duck sagen? Das wäre Eva Wolfsgrinsen. Das klingt schon mal ein toller Name. Lasst euch vor dem Titel aber nicht täuschen. Unsere Ducks werden seit der Unabhängigkeit gewählt. Manche finden Duck Eva eher grob. Er ist ein Adliger aus dem Grenzland. Ich persönlich finde, dass ein wilder Typ genau das ist, was Trutzbucht braucht. Auf Wiedersehen. So, okay, also wir können uns hier umgucken gegen den Uhrzeigersinn. Sind hier oben wohl die Archive. Hier ist der Thronsaal, in dem sie wohl gerade ihre Konferenz abhalten. Und hier ist auch irgendwas. Aber gut, bevor wir uns hier umgucken, mache ich erstmal wieder einen Cut, also speichere ich. Oh, ich habe einfach auf Speichern geklickt, egal. Das mit dem LP eingeben finde ich hier eh unnötig. Edda hat noch was zu sagen. Strange place for a shrine to Abaddon, Crucible Keep. Das machen wir noch schnell. Maybe it made more sense at some point before it gathered all that dust. The only thing the Knights of the Crucible worship these days is the nobility, as far as I understand it. Burg Schmelztiegel scheint mir ein merkwürdiger Ort für einen Abaddon-Schrein zu sein. Vielleicht hat er früher mal mehr Sinn gemacht, bevor sie alle den Staub angesetzt hat. Wenn ich es recht verstanden habe, dann verehren die Schmelztiegelritter heutzutage nur den Adel. Ich kannte einige Soldaten, die nach dem Krieg von den Schmelztiegelrittern rekrutiert wurden. Sie haben mir etwas darüber erzählt. Sie holen diese jungen Kerle zu sich und erzählen ihnen über die Schmiedekunst. Revolution und Tradition. Sie sprechen über den Golem und wie er die Schmelztiegelritter in seiner Schmiede schuf, um die Unabhängigkeit des Dürrwalds zu erringen. Und da, nachdem sie ihnen beigetreten sind, stellt sich heraus, dass diese Ritter immer zu darüber reden,
wie sie als tatsächlicher Ritterorden anerkannt werden können, weil sie ihre Titel und ihre Länderei bekommen. Ihr Hochrichter möchte gerne ein Graf sein. Abidons Wille sei das, sagt er. Er verfügt über eine Burg und eine Armee. Man fragt sich schon, wie lange er noch warten wird, deswegen in Abidons Namen einen Krieg zu beginnen. Anscheinend nehmen manche Mitglieder ihre Ideale immer noch ernst. Soweit wir wissen, könnte ihm Abidon tatsächlich Befehle geben. Sie scheinen gar nicht so schlecht zu sein, schließlich sichern sie in Trutzbuch den Frieden. Und die Adligen werden antworten, ihre Götter hätten ihnen gesagt, sie allein seien der wahre Adel. Anscheinend nehmen manche Mitglieder ihre Ideale immer noch ernst. Man sieht es bei den älteren Rittern, bei manchen von ihnen. Sie haben es anders gelehrt. Sie tun mir leid. Sie müssen mit ansehen, wie sie um sie herum alles langsam zerfällt. Oder dass man etwas tun kann, weil die falschen Leute an der Macht sind. Eine Schande, dass sie keinen besseren Anführer haben. Gut, jetzt speichern wir eben nochmal. LP006, kann ich auch nochmal richtig speichern. So. Und dann sehen wir uns gleich wieder.